Zuerst einmal herzliche Gratulation. Es war ein ganz tolles, großartiges Konzert. Und ich freue mich riesig, dass du bei uns in Neufeld da bist. Dankeschön, mir hat es auch gefallen. Super Publikum. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt, aber das hat man eh gemerkt. Ja, genau. War ganz, ganz toll, ja. Sag, wann war eigentlich der Wechsel bei dir von der Wirtin zur Profisängerin? Dann ist mir irgendwie eingefallen, ich habe ein Jazzkonzert gespielt in Deutschland. Und das war in einer riesen Diskothek, wo 3.500 Leute reingingen und da waren 350 Österreicher. Die waren gut drauf und ich habe mit super Musiker gespielt und dann habe ich zu den Musikern gesagt, geh, mag da ein bisschen Stimmung machen. Und habe gesagt, spielt's was und bin dann gekommen und habe gesungen, Itzi Pizzi Dini Wini und ich will keine Schokolade und das sind gelegen. Damals habe ich gehabt 120 Kilo, ja. Und bin da umgekupft wie der Flummi. Und da habe ich gesehen, ich möchte was machen, wo ich die Leute unterhalten kann. Und da habe ich mir ein Programm zusammengestellt, dann habe ich die Disco-Killer gefunden. Und dann waren wir ja vier Jahre unterwegs eigentlich. Und ich war damals mit einem Mann zusammen, von dem habe ich mich, also 13 Jahre war ich mit dem zusammen. Ich hätte mir aber noch 5 Jahre schon trennen sollen. Und er ist dann gekommen und hat gesagt, er hat sich in eine andere verliebt, ist gegangen und alles, was ich angegriffen habe, ist zu Gold geworden, ja. Also, der war, ich habe immer mit dem Glück im Unglück gehabt, ja. Und da hat, aber ich war so sauer, dass, aber nicht auf ihn, sondern auf mich, dass ich so lang so deppert war. Aber ich habe mir gedacht, gute Zeiten, schlechte Zeiten, ja. Und da hat der, hat mein damaliger Bassist hat mir geschrieben, auf The Wanderer, jetzt kommt ein anderer. Und das haben wir gespielt und die Leute waren begeistert, weil die Leute wollten was hören aus meinem Leben. Und so haben wir dann eine CD gemacht und das war dann der Knaller. Das war die Wunder und da, ja. Und das war 90 und seitdem bin ich eigentlich im Geschäft und ja. Diese Tournee und also diese Zusammenarbeit mit den Disco Killers, war das in den 80er oder 90er? 90er, ja. Aber da habe ich in den 80er habe ich auch schon gespielt, ja, mit einer. Ja, das waren die Anfänge. Und der Name Jazz Kid ist auch in der Zeit entstanden? Nein, das war, wie ich meinen Jazzclub gehabt habe. Ja, die Leute haben gesagt, wir gehen in den Jazzclub, wir gehen zur Gittl. Und irgendwann bei einem Konzert hat der Fetti George gesagt, da habe ich dort Programme verkauft, bei einer Martinet von ihm, und er hat gesagt, und unsere Jazz-Kid, die verkauft hier Autogramme, Programme. Und das ist mir hängen geblieben, weil einen Spitznamen verlierst du nicht. Ne? Ja, ja. Ja. Wenn ich jetzt den Namen Cliff Richard sage, was fällt dir dazu ein? Ja, also eigentlich hat mir er den Music World Award überreicht, aber wenn du das Video siehst, siehst du, dass ich ihn selber genommen habe. In welcher Kategorie war das genau? Eine bestverkaufte CD in Österreich, also von ganz Europa und die haben dort, ja. Dein neues Album erscheint sozusagen am 6. Mai heuer. Kannst du darüber schon ein bisschen was erzählen oder verraten? Na, du kannst auch nicht mitnehmen und spielen. Nein, es ist wie alle meine CDs ein Sampler, ja. Mir ist fad, du hast ja auch beim Programm gesehen, es sind verschiedene Stilrichtungen, es geht um verschiedene Themen, was das Leben halt so spielt. Und ich mag nicht, dass ein Lied genau wie das andere klingt, das mir fad. Ich brauche die Abwechslung. Deine Aussagen sind ja immer sehr direkt, und so, ja, was mir sehr gut gefällt, aber hast du dadurch schon auch Nachteile auch einmal gehabt, weil du einfach zu direkt vielleicht warst oder so? Ja, vielleicht, aber die meisten Leute, ja, die kommen ja gar nicht, die ein Problem damit haben. Ja. Mir hat einmal ein sehr gescheiter Professor von der Universität gesagt, ja, die Jazz-Kitty, die versteht der letzte Hakler, aber auch der Herr Professor. Ja. Ich sage es halt so, wie man es denkt, ja. Und genau, das stelle ich mir immer vor im Hirn. Und ich denke mir oft bei Leuten, die reden, ja, schön geredet, aber was hat er gesagt? Ja, ja. Und ich will eigentlich, dass mir die Menschen verstehen. Ja. Ja. Wenn dich ein junger Mensch fragen würde jetzt, welches Lebensmotto könntest du dem Menschen, dem jungen Menschen so mitgeben? Er soll sein Leben leben, mit allen Fehlern, weil sonst hat er, wenn er schon hurchen, abschätzen, aber dann machen, was einem sein Kopf sagt, weil wenn er nur das macht, was die anderen sagen, hat er nicht sein Leben gelebt, sondern das von den anderen. Und vielleicht ein Tipp,
auch wenn es noch so beschissen ist, sich das Positive suchen. Und es gibt nichts Schlechtes, wo auch nicht was Gutes dabei ist. Und wenn man rauskommen will aus dem Sumpf, muss man sich das Positive suchen. Und es gibt immer was. Man kann sich ruhig kränken, man kann sich ruhig einhängen, aber irgendwann muss man sagen, jetzt ist Schluss, ich tue weiter. Ich lasse mich in alles rein. Ja. Aber ich habe mir jedes Süppchen, das ich mir gekocht habe, ob gut oder schlecht, habe ich selber gegessen. Ich habe vielleicht eine Chance bekommen, aber geholfen hat mir niemand. Das habe ich selber gemacht. Ja. Okay, dann herzlichen Dank fürs Interview. Ja, danke für das wunderbare Konzert. Ja, danke. Und ich gehe sehr glücklich nach Hause. Das freut mich. Okay. Danke. Bitte, gerne.